Lohnt es sich, die Punischen Kriege zu spielen? Abschließend, ja, definitiv. Das ist saugeil. Das ist echt viel besser wie Atlantis oder so. Und das ist auch eigentlich besser wie die eigentliche Hauptkampagne von die Siedler 4. Die zweite punische Kampagne ist aber die bessere. Genau. PBH1, Raubzug der Wikinger. Helden in Gefahr, heimatlos, die Rückkehr, die Landung, Rettung, rettet den König. Okay, bin gespannt. Wurde mir von diversen Leuten empfohlen, diese Kampagne mal zu spielen. Daher werden wir das jetzt tun. So. Wir sind natürlich Wikinger. Eingeborene Stadt, Mayas, Römer im Westen, Römer Hauptquartier, Waffenlager. Eingeborene. 5. Wo starte ich? Daneben. Prima. Okay. Kriegerherz, Mission 1, Raubzug der Wikinger. Die Siegbedingungen. Erstens, besiege die römische Besatzungsmacht, gelb und grün. Zweitens, finde und besetze die Opferstätte der Eingeborenen. Das wird ja wohl bei 5 sein. Vielleicht. Das ganze Debakel begann vor 3 Wochen beim Fest zum Ehren unseres Gottes Odin. Mein Neffe Erik versprach, seinem Vater in See zu stechen und mit einer noch nie dagewesenen Beute heimzukehren. Damit man mich recht versteht, ich liebe meinen Neffen. Doch er ist ein Vollidiot. Doch wenn er mit der Waffe genauso gut umgehen könnte wie mit seinem Mundwerk. Ich lasse es. Dann wäre er sicherlich unschlagbar. Irgendwie kam er da ganz nach meinem Bruder. Das Ende vom Lied war, dass wir am nächsten Tag mit 3 Langschiffen aufbrachen und ich als Aufpasser für Erik mit auf die Reise gehen durfte. Gestern entdeckten wir diese wunderschöne Insel der Karibik, kurz darauf 2 römische Handelsschiffe. Jetzt schlug mein Wikingerherz höher. Yeah, Römer. Denn wo die Römer ihre Zelte aufgeschlagen hatten, da gab es auch immer reiche Beute. Unsere Kundschafter berichteten, dass die Eingeborenen bei der römischen Besatzungsmacht wertvolles Gold gegen billigen Plunder eintauschten. Doch an der Sache musste noch mehr dran sein. Es gelang uns, unbemerkt einen Römer gefangen zu nehmen. Ne, und so. Dieser erzählte. Vorausgesetzt, er hatte noch Zähne. Dieser erzählte von einer goldenen Opferstätte mit wertvollen. Wieso muss ich gerade die ganze Zeit an Asterix und Obelix denken? Opferstätte mit wertvollen Götzenstatuen. Der befehlhabende Tribun hatte bereits Verstärkung angefordert und wollte dann in einem günstigen Moment alles Gold an sich bringen. So hatten wir denn beschlossen, das gesamte Gold in unseren Besitz zu bringen. Das kann keine Wikinger-Story sein. Da geht es überhaupt nicht ums Saufen. So hatten wir dann beschlossen, das gesamte Gold in unseren Besitz zu bringen. Ich konnte mir jetzt schon das dumme Gesicht meines Bruders vorstellen, wenn wir mit 2 goldbeladenen römischen Handelsschiffen im Schlepptau heimkehrten. Die Sache fing langsam an, mir zu gefallen, da Erik auf einmal nicht mehr sicher war, ob er der richtige Anführer für die Aktion war. Habe ich dann jetzt das Kommando übernommen? Eh klar. Was soll jetzt schon noch schief gehen? Cool. Bezüglich der Siegbedingung 2, achte auf den Dieb oben links. Okay. Wir haben. Schiffe? Nice. Wir haben. Wow, was haben wir denn? Kein Platz für Holzfäller? Die lassen wir stehen. So, was haben wir hier? Eine Getreidefarm, eine Schweinezucht, eine Werkzeugschmiede.
Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wie haben wir Geologen? 5, ab auf den Berg. Und hier haben wir Pioniere. Geht ihr hier an den Berg? Okay, großes Wohnhaus. 110 können wir reißen. Ja. Ach ja, endlich mal wieder Wikinger. Holz 60. Da geht was. Oh. Mich verarschen. Einen Blechkampf. Nein. 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 Ich will hier da oben den Turm. Ey, was geht denn ab? Hallo. Oh Gott. Fängt der gut an. So, damit triggern wir jetzt natürlich gleich Lila. Du schmeißt deinen Hammer weg, sobald es geht. Ja, komm mal wieder her und hol ihn dir. Irgendwo habe ich noch ein Sägewerk stehen, offensichtlich. Da unten. Unten. Da ist doch gar kein Holz. Kohle, Gold, wo ist das Eisen? Ey, was geht denn ab hier? So, ihr dann wieder dahin.
Wir brauchen schon Holzindustrie. Ich habe 60 Bretter. Alles gut. Ich habe eher Siedlermangel. Und keine Eisen. Doch hier. Ey, wie als hätte ich es gerochen. Jo, wartet mal, aber bleibt bitte auf meinem Land. KK und so. Hallo Little Fancy. Ja, war schon direkt am Anfang verfügbar. Ja. Gehe ich mal davon aus. Sage ich mal, in meinem jugendlichen Leichtsinn ist so wahr. Hallo Marcel. Ey, was ein Stress hier. Überhaupt Schwert hieß da. Ach Gott, ihr seid in der Gruppe mit dem Scheiß. Mit einem Scheiß General. Da geht's schon wieder los. Ich bin schon wieder kotzen, Generäle. Erst hast du keine Holzfäller, dann hast du keine Bäume. Das ist natürlich bitter. Thank you.
Wasser. Ich hab sogar Gold. Ja, Finale ist tatsächlich schon rum. So komplett unerwartet. So. Lohnt es sich, die Brunnischen Kriege zu spielen? Abschließend, ja, definitiv. Das ist saugeil. Das ist echt viel besser wie Atlantis oder so. Und das ist eigentlich besser wie die eigentliche Hauptkampagne von die Siedler 4. Die zweite Brunnische Kampagne ist aber die bessere. Also die ich als erstes gespielt habe. Die erste war mir ein bisschen zu arg schifflastig. Ey, könnt ihr Schweine mal langsamer? Wie sieht denn das Schwein aus? Oh mein Gott, voll abgemagert am Hals. Da fehlt Wasser. Ach was. Gleich fehlt auch Holz. Wenn wir eins reißen können. Hallo Rubio. Grüß dich. Wenigstens die hier hinten funktionieren. Haben wir noch Äxte? Nö. Ja, schon die Wikinger am Start. Denn die Punischen Kriege waren dann doch etwas schnell zu Ende. Überrascht schnell zu Ende. So, kriegen wir jetzt hier unseren Brunnen hin?
Yes, Wasserwerk meine ich natürlich. Was soll man tun? Besiege die römische Besatzungsmacht. Gelb und grün. Finde und besetze die Opferstätte. Besetze ich die Pioniere. Wie heißt es, die Mission? Das ist jetzt eine neue Kampagne. Das ist jetzt Kriegerherz? Kriegerherz. Eisenherz? Kriegerherz? Scheiße. Kriegerherz. Das ist die erste Mission. Sensen? Ja. Ob mich diese Grunzgeräusche triggern. Siedler 4 auf dem MacBook, nein, geht nicht. Sollte nicht gehen. Kann sein, dass es die ursprüngliche Gold-Edition vielleicht läuft, aber alles, was neu released worden ist mit Settlers United, mit der History Edition und so weiter, funktioniert alles nur unter Windows. Läuft auch nicht unter Linux, die Diskussion hat man diese Woche schon mal. Ach ja, hallo Holzmangel. Kann schlimmer sein, ne? Die APK von Settlers hat... Boah. Kann man auf dem Mac einfach so APKs installieren? Also, ich meine, die Siedler HD, also die Siedler 4 als Mobile-Version, war ja ursprünglich in der Urversion was fürs iPad, fürs iPhone. Später dann in der HD-Version fürs iPad. Und wurde erst später für Android geportet. Der Witz ist halt nur, Android, da kannst du viel mehr mitmachen, da kannst du das noch nachinstallieren. Bei Mac, bei Apple, in ihrem beknackten Ökosystem, und ich bin da überhaupt kein Fan von, wie ihr schon hört, geht das halt nicht. Holzmangel, ja, echt, sag bloß.
Warte mal, die wichtigen Dinge. Hey, ich bin ja ganz gut dabei eigentlich, ne? Gib mir mal 5 Diebe. Tatsächlich? Ich hab... Achso, klar habe ich einen. Teilt euch auf. Du wirst nicht meinen Dieb töten. Bestimmt eine Falle, die wollten mich nur weglocken. So, da steht. Wie viel Holz haben wir jetzt? 10, muss doch was gehen. Weiß, das reicht nicht, bla bla bla. Schön, dass ihr den Bäcker fertig baut, bevor ihr euch um die Mühle kümmert. Danke. Kommt doch schon wieder so ein Penner angerannt. Ah. Ihr müsst es ja nicht gleich übertreiben. Grün. Oh, der will hier durch, ne? Der will zu seinem eigenen Land. Ich bin in... Mhm. So kann man eine KI dazu zwingen, Patrouille zu schieben. Da oben ist er auch. Und Blau kriegt seinen Turm nicht besetzt. Irk. Geht's noch? Hm.
anzugreifen? Kommt nur Blech? Ohne Mühle. Chaoskopf, ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. Ehrlich nicht. Wieder ein Werkzeug schmieden heute. So, macht was draus. Ey, jetzt reicht's. Sind Sie die Insel der Drei? Ja. Ah, Marcel hat den Maurice Smiley entdeckt. Schokolade? Also Lila wäre auch ein Opfer. Wie stark ist denn Grün nicht stark?